Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Video. Und heute seht ihr schon, spielen wir etwas, was wir normalerweise auf diesem Kanal nicht spielen. Und zwar ein Game in Roblox. Ja, ich weiß, viele finden es vielleicht skeptisch, aber wenn man mal schaut, so auf YouTube, wie viele Leute eigentlich Roblox spielen, das ist schon, und davon auch ziemlich ältere Leute und auch die großen YouTuber. Zum Beispiel gerne die Horror-YouTuber, wie ich sie schaue, ja, IGP und Albert Ryan und sowas, wer sie kennt. Ehre geht auf jeden Fall nie raus. Ja, wir spielen heute mal Pressure, weil es ist gerade momentan ziemlich trending. Und ich habe es natürlich auch schon angespielt. Und wie ihr seht, ich habe es schon einmal geschafft, nach 16 Toden. Ich sag so, es ist kein einfaches Spiel. Wer DOS gesehen hat, DOS ist schon schwer, aber ich sage euch, Pressure hebt dieses Schwierigkeitslevel nochmal um das Fünffache an. So. Ja, und ich würde sagen, wir spielen heute einfach mal eine Runde. Bisschen für, ja, bisschen fürs Feeling nochmal. Und natürlich darf die Facecam natürlich auch nicht fehlen. Und zwar ist es ein Horror-Horror-Game und es ist ein Horror. Es ist ein Horror-Game. Ist schon lange her, dass ich was mit Facecam gemacht habe. Es verwirrt mich immer wieder, ich weiß. Natürlich will man ja auch ein paar Reactions sehen, ne? Weil sonst wäre es ja kein Horror-Game. Und es ist nochmal deutlich schwerer. 125, was können wir denn hier holen? Was ist das für ein Ding? Ist das die Blacklight? Oh, es ist die Handheld Flashlight. Wir nehmen auf jeden Fall einen Code Breacher und eine Laterne am besten. Wie jetzt gesagt. Ja. So. Okay, ja. Wer Pressure nicht kennt. Es ist so eine Art Doors. Ist das laut, ey. Es ist so eine Art Doors, aber mit ein bisschen anderen Entitäten und gewaltigen Twist am Ende. Und ist auf jeden Fall von der Atmosphäre her nochmal wesentlich, wesentlich besser. So, wir nehmen uns hier die Keycard und unsere Items. Look at me, sticking my neck out for you like this. Dankeschön. Das war unser Freund Sebastian, der uns gerne Items gibt. Ihr werdet schon sehen, warum, wenn wir es schaffen. So, los geht's. Also, wie ihr seht, ist es so ähnlich wie DOS aufgebaut. Man läuft hier durch, öffnet Türen und muss halt erstmal bis zur Tür 100 kommen. Ja, was nicht einfach ist. Und nebenbei sammeln wir halt anstatt Coins ein paar Artefakte, ähnlich Artefakte, ein paar, wie sie hier heißen, Files auf. Und ja. Naja. Nummer 7 und wir brauchen natürlich direkt erstmal wieder eine Keykarte. Ja, wo haben wir denn hier eine Keykarte, ey? Da. Nein, das war okay. Also die Sounds, die ab und zu einfach eingebaut werden, ey, das. Mag ich ja gar nicht. Da hinten ist 8. Ich meine, ab bis 8 passiert normalerweise nichts. Okay. Flicker? Geflacker? Kein Geflacker? Das ist neu. Normalerweise kommt da hier ab Tür 8 ungefähr so ein Geflacker. Ach ja, und es gibt sogenannte Wall-Dweller hier in dem Spiel. Die kommen einfach aus den Wänden. Also, ihr müsst euch gelegentlich umgucken, also hinter euch schauen, weil die rennen euch so lange hinterher, bis sie euch kriegen. Hi. Okay, jetzt aber gleich Geflacker wahrscheinlich. Und. Nein? Oh Gott, nicht du. Das ist Eyefestation, ein Fisch, der meine Kamera dazu zwingt, ihn anzuschauen. Wie ihr seht, das ist nicht sehr nett. Oh mein Gott, ey. Ich habe jetzt kein Flashbeacon. Oh fuck, jetzt kommt das Geflacker. Ich bin ein Fußabdruck auf dem Strand. Okay. Kommt er von da oder kommt er von woanders? Von da. Und rein. Das, meine Freunde, war der Angler. Der Anglerfisch. So auch vorgestellt als die meiste oder häufigste Todesursache in diesem Spiel. Man denkt immer, da kommt gleich irgendwas oder so. Ich hasse das Gefühl. Aha, ein Flashspiegel. Flashspiegel ist ganz nett für dunkle Räume. Da könnt ihr einmal kurz Licht machen. Denn es gibt auch Entitäten, die kein Licht mögen. Oh, holy shit. Ist der schon frei? Ja. Und. Rein.
Kommt er zurück? Nee, er kommt nicht zurück, okay. Einmal den Vent hier. Totally not sus. Oh, nee. Scheiße. Ja, wir kommen zu... finde heraus, welche Tür die richtige ist. Hier höre ich, glaube ich, Atmen hinter. Nein, das ist definitiv nicht die richtige Tür. Man muss hören, man muss sehen, man muss denken, man muss alles im Spiel. Na gut, denken muss man sowieso, aber... oh nein! Ich will es jetzt nicht riskieren. Wenn ihr mit dem Flashbeacon einmal flasht, dann wird er nämlich richtig aggressiv, aber... das möchte ich jetzt nicht machen. Oh Gott. Wir wollen in diesem Video ja schließlich versuchen, zum Ende zu kommen. Nein, du kommst jetzt... Hä? Oh, holy shit! Ja, genau. Ach du Scheiße! Alter, ich muss mit meiner Maus richtig arbeiten. Oh, lass mich raus! Oh. Okay. Okay. Nee, da kommt nichts. Ey. Ja. Ich hab doch gerade gesagt, da kommt nichts. Wieso kommt denn jetzt was? Ey, Mann. Ich hasse das Spiel manchmal. Mein Gott. Oh, Medkit. Dankeschön, Dankeschön. Das brauchen wir erstmal. So. Wir sind gerade mal bei Tür 30, ey. Ich habe ein sehr ungutes Gefühl bei der Sache. Oh Mann! Ich hab's doch gesagt. Ich hab's doch gesagt. Meine Güte. Oh! Ja, willkommen. Das sind Squiddles. Squiddles mögen kein Licht. Hier. Hi! Na du? Danke. Deswegen am besten Flashbeacon benutzen, weil dann habt ihr nur für eine Millisekunde oder so. Nicht. Ja, du, wie oft möchtest du in diesem Run kommen, Alter? Wie oft? Oh Gott. Oh, nope! Das war mies. Der Typ und noch das andere Entity, ey. Ich hasse es. Okay, wo ist die verdammte Keycard? Nichts wie raus hier. Ich muss sagen, Infestation macht hier einen sehr großen Auftritt diesmal. Will sie anscheinend neue Freunde suchen, aber ich bin es auf jeden Fall nicht. Ich glaube, da kommt was, oder? Kommt da was? Kommt da was? Ey, mal auf der Hut sein, Mann, ich hasse es. Ich, oh, nee. Ich bin so schlecht mit diesen Türen eigentlich, weil, okay, irgendwo hier müsste eine Keycard sein. Ich weiß gar nicht, wie das unter Wasser ist mit den Wall-Drainern, ob sie dann einfach auch schwimmen können, oder? Oh, nee, ne? Okay. Hinhören. Oh oh. Turrets. Turrets, ich weiß nicht. Wir kommen zu Turrets. Turrets sind ziemlich annoying. Sag ich so, wie es ist. Mhm. Genau deswegen. War jetzt nicht mehr. Bye bye. Okay. Beim ersten Mal bin ich gnadenlos an den gescheitert. Ich sag so, wie es ist. Ey, dieses Brummen, man denkt immer, da kommt irgendwas. Ich hasse, Mann, Spiel. Warum ist dieser Gang so lang? What? Hä, muss ich doch nicht unter Wasser? Oder wie? Oder was? Was ist hier los? Hä? Okay.
Was? Was? Hä? Okay, das hatte ich jetzt noch nie. Er sagt, alle Räume sind bad. Und hier gibt es aber Medkits. Es gibt Medkits. Also ich könnte zweimal Try and Error machen. Der hat gefunkt. Du hast gefunkt. Ah. So groß. Ey. Ich weiß nicht, was schlimmer an Horrorspielen ist, wenn du plötzlich in einen Raum kommst, der übelst groß ist, obwohl du vorher nur in kleinen Räumen warst. Hello there. Oh! Okay, chill. Oder ob du, wenn du durch kleine Räume gehst, ich habe keine Ahnung, was schlimmer ist. Wo ist der Turret? Ja, bye. Oh, wir sind beim Shop angekommen. I'm currently only interested in trading research. If you've got any, I'd gladly give you some quality goods for it. Also, wir haben eigentlich schon fast jedes Item in unserem Inventar, aber wir nehmen gerne nochmal ein Medkit. Stock up while you can. Ja, hatte ich auch vor. Und noch vielleicht noch einmal Batterien. Hör auf, so zu lachen, Alter. Und wisst ihr, was auch lustig ist, wenn ich ihn flashe? Warte, was? Ich dachte. Ach so, der warnt einen nur einmal? Er warnt ihn nur einmal. You sure? Okay then. Habe ich meine Items noch? Ah, die liegen alle hier, okay. Ja, hi, du, lass uns das einfach vergessen, ja? Ich habe aber kein Geld. Ernsthaft, der hat mein ganzes Geld geklaut. Du bist ein kleiner Drecksack, weißt du das? Der ist einfach nur. Stop. Just stop. Okay. Der ist nicht gut drauf, glaube ich. Er hat mich einfach erschossen. Also. Ich glaube, es hackt. Oh Mann. Ernsthaft. Ich höre Fußschritte. Ich höre Fußschritte. Nein. Eigentlich will ich hier nicht hochgehen, aber. Ich muss anscheinend. Junge, was ist das denn für Scheiße? Oh Gott. Ey, ich hasse das. Komm her. So. Oh, das ist hier Dings. Das ist Chainsmoker. Er raucht immer ein bisschen viel. Oh nein, nicht du auch noch. Ey. Also man kann es auch übertreiben, danke. Oh, die Shit, wo sind wir nicht denn jetzt hier? Das sieht mir aus wie eine sehr große Turbine. Ja. Oh ne. Ja, Dead by Daylight wieder. Oh, das Generator-Menü-Spiel, ey. So, jetzt dürfte hier nach Generatoren reparieren. Bis es dann jetzt gleich wieder zum Showdown kommt. Ja, da hört man schon was. Das ist das Ding da. So genannt auch Searchlights. Ihr werdet gleich sehen, warum. Ich mag die nicht.
Die mag, glaube ich, gar keiner. Oh, Alter, der Sound, ey. So, 0 von 5 Generatoren. Ja, I know. Wenn ihr ins Licht geht, dann macht er einen schönen Sound, um euch Bescheid zu geben. Hier, habt euch gesehen. Und dann habt ihr, glaube ich, irgendwie 2 Sekunden, um euch zu verstecken oder aus dem Licht zu gehen. So, am besten ist immer mit ihm mitlaufen. 4. So, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da hinten, da hinten. Okay, ja, kann mich irgendwo verstecken hier. Oh, das wird knapp. Das wird knapp. Einfach hinter ihm herrennen. Das ist die einfachste Methode, die es gibt. Hey. Bleib fern mit deinen Lichtern. 3. 4. Wo geht er auf? Wo geht er auf? Da. Wo geht er auf? Hier. Ja. Komm, 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 komm. Let's go. Und drin hier. Okay, wir haben es auf jeden Fall schon mal fast über die Hälfte geschafft. Das ist doch schon mal ein Erfolg. Oh nö. Nein. Nein, tue ich nicht. Ich tue nicht aus dem Fenster schauen. Ich tue nicht aus dem Fenster schauen. Oh, fuck, ist das anstrengend, mit der Maus immer gegenzuarbeiten. Ich hasse. Nimm mit weg, nimm mit weg, nimm mit weg, nimm mit weg. Boah. Das ist so ein Krampf, dagegen anzuarbeiten, ey. Oh ja, ich würde natürlich eine Kikati verschwenden. Pinky, Alter. Also, was? Na, ey. FS Station, du hattest deinen Auftritt. Gib auf. Ich seh nichts, wo ich hingehe. Oh, Alter. Wieso ist er in diesem Run so oft da? Das war sonst nie. Oder ist das, weil ich, oh, nee. Ey, das kann doch nicht sein. Wie oft will er auftauchen? Ich muss einen Counter. Wisst ihr was, wenn ich das Video cutte, mache ich einen Counter, okay? Ich sag euch, wenn er über 10 Mal ist, dann, weiß ich nie, was ich mache, aber. Oh. Ja, okay. Nein, okay, off. Oh Gott, nein. Oh nein, 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 oh nein. Diese Figuren, ne? Ich habe noch nicht rausgefunden, was die machen, aber ich glaube, sie töten einen auch. Oh. Mein Herz. Ja, alles gut. Ist alles gut. Oh nein! Also, ich hätte ja gesagt, erst sind die Sounds hier so das Beunruhigende und ihr wisst. Oh nein, 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 ich brauche einen Schrank, ich brauche einen Schrank, ich brauche einen Schrank. Bist du frei? Ich bin mir das doch nicht. Ein! Was ist da los? Hallo? Wie kannst du so schnell wieder leer sein? 99, Alter. Oh, ich bin wieder hier. Okay, also wir müssen jetzt raus, den Crystal holen. Und dann so lange überlegen, bis die Backup-Generatoren wieder einschalten und ja. Wir versuchen so weit zu kommen wie möglich, ja. Ansonsten, es war nett, euch gekannt zu haben. Da ist der Kristall. Schaut ihn euch an. Okay.
Ja, und da ist das Geflacker wieder. Ich wäre vorher hätte ich noch einen zweiten Revive-Token, Alter. Ach, diese Sounds, ey. Okay, wo ist grün? 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 Schön. Oder? Oh. Da ist er. Nein? Doch, da. Ich wusste es, ich hab's gehört. I knew it. Oh nein. Was machst du denn hier, Alpha Station, Alter? Oh. Ja, und du auch noch. Genau. Weil es ja alles noch nicht genug ist, ne? Ja, ich glaube auch. Alter, so schnell habe ich nie A gespammt, Alter. Komm schon, wir schaffen das. Wir schaffen das. Boah. Er kommt nochmal zurück. Er kommt nochmal zurück. Das weiß ich. Ich weiß es. Da ist er. Das war zu früh. Das war zu früh. Aber er ist weg. Okay. Och, Alter. Aber jetzt denkt nicht, dass es das Ende des Spiels. Nein. Wenn ihr das jetzt überlebt habt, dann kommt... das. Kurz was trinken. Ja, jetzt dürfen wir nochmal raustauchen und Sachen reparieren. Och, ich hasse die Leute hier. Okay, immer beim Licht bleiben. Lucy ist übrigens ein riesiger Mining-Roboter, also da seht ihr ihn so ganz kurz. Hallo! Immer nah beim Licht bleiben, denn es gibt Bakterien im Wasser und wenn ihr zu lange im Dunkeln seid, lagern sie sich bei euch an und töten euch nach und nach. Jetzt geht die Musik wieder los, Alter. Okay, 7 Kabel. Ich sehe schon ein kaputtes da vorne. Bleibt hier. Die müssen wirklich nur dreimal gedrückt werden. Wir gehen mal hier durch. Und da das ja nicht schwer genug ist, spawnt hier gleich noch irgendwo ein zweiter. Irgendwann. Oh nein. Turnst du jetzt direkt hier in der Mitte? Oder wie machst du das? Ja. Jetzt sind nämlich zwei da. Ja. Super. Einer noch. Nur noch einer. Noch ein verdammtes Kabel. Irgendwo. Und wieder rein. Den Hebel aktivieren. Und den Hebel. Und zack. Und jetzt muss ich nur zurückkommen. Wenn wir das geschafft haben, das wäre super. Okay, 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 okay. Oh, die Musik ändert sich. Natürlich tut sie das. Nein, er campt. Wieso campst du, ey? Das ist mies. Mach den, komm. Geh weg da. Geh weg da. Geh weg da. Ja. Oh. Holy shit. Wir sind weg, wir sind weg. Okay, wir kriegen's. Oh fuck. Oh! Oh, der hat das Ding platt getreten, wie eine Flunder. Okay, 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 jetzt muss ich nur noch da hochkommen. Bitte, bitte, komm. Ah, und rein, rein, mach den Schalter zu, mach den Schalter zu! Och, Leute. Boah, fuck, ey.
Oh, Mann, 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 Mann. Ey, ihr glaubt nicht, wie schlimm das ist. Okay, alles gut. Wir müssen es jetzt nur noch bis zum letzten Ding schaffen. Die wollte auch definitiv nicht zerschampfen oder so. Okay. Ja. Oh, und wir haben es geschafft, Leute. Boah. Was ein Scheiß. Oh mein Gott. Ich hätte nicht gedacht, dass das so viel Glück bringt, das aufzunehmen, ey. Aber wir haben es geschafft. Also wir haben 65 Türen geöffnet. Eigentlich mehr, aber ne. Wir sind dann kommen. Und ach so, für die erste Zeit haben wir dann später auch noch was bekommen. Wie funktioniert das? Er hat nur 70 Tode, aber 71 Mal gewonnen. Wie soll das funktionieren? Naja. Aber ich würde sagen, das war's für eine Runde Dorsal schon. Für eine Runde Pressure. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und macht's gut und ciao. Euer Red Gamer.